Hallo, in diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie man den Start einer .exe-Datei unter Windows quasi umleiten kann. Dazu starte ich den Registry Editor, RegEdit, und navigiere mich hier über HK Local Machine Software Microsoft Windows NT Current Version Image File Execution Options. Hier sehe ich nun einige Prozesse drinnen. Ich suche jetzt zum Beispiel mal winword.exe oder nehmen wir irgendwas anderes. Word ist hier nicht drauf. Zum Beispiel den Internet Explorer. Wenn ich jetzt den Internet Explorer starte, kommt ganz normal Google. Schließen wir den. Und ich setze hier eine neue Zeichenfolge hinein, die ich Debugger nenne, mit dem Wert zum Beispiel cmd.exe. Starte jetzt wieder den Internet Explorer und ich lande bei cmd.exe. Ich lösche das wieder und lande wieder beim Internet Explorer. Ich kann das Ganze natürlich auch für neue Programme definieren, die hier nicht drin stehen. Dann lege ich einfach einen Schlüssel an, nenne ihn firefox.exe und lege hier eine Zeichenfolge an, Debugger und das Wert iexplorer.exe. Heißt er so? Ja, er heißt so. Fast. Explore.exe, der gleiche Wert wie hier oben. Die Frage ist, ob der Pfad funktioniert. Startet den Firefox. Es passiert nichts. Schließen wir den Internet Explorer und probieren das Ganze noch einmal. Ich schätze, dass er den Pfad nicht finden wird. Nehmen wir halt irgendetwas, was immer funktioniert, cmd.exe, starten den Firefox und wir landen bei cmd.exe. So, warum funktioniert das Ganze? Diese Funktionalität ist dafür gedacht für Entwickler, um gewisse Programme zu debuggen, sprich zu testen. Man kann das natürlich auch für Viren missbrauchen und somit irgendeinen Pfad hinterlegen, der dann anstatt einer normalen .exe-Datei ausgeführt wird. Wenn ich das Ganze jetzt wieder lösche, sollte unter Firefox, wenn ich das wieder starte, wieder der Firefox starten.